Zur Zusammenarbeit mit anderen Firmen und Organisationen werdet ihr in Zukunft in Microsoft Teams in diese Organisationen und diese Teams eingeladen. Wenn die Zusammenarbeit dann endet, werdet ihr wahrscheinlich meistens dort nicht entfernt werden. Und ich zeige euch, wie ihr das selbst machen könnt. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr in Teams mit anderen Organisationen zusammenarbeitet, dann findet ihr hier rechts oben, wo euer Profilsymbol ist, die Namen dieser Organisationen und dann auch den Zusatz Gast. Das heißt, in diesen Organisationen seid ihr Gast. Wie es dazu kommt, da habe ich ein extra Video gemacht, das könnt ihr euch über die Infokarte anschauen. Wenn ihr jetzt mit der Zusammenarbeit mit diesen Organisationen fertig seid, wäre es schön, wenn diese Organisation hier aus der Liste verschwindet, denn mit der Zeit wird es dann doch etwas unübersichtlich von der Menge oder kann eben auch nerven, wenn da noch eine Organisation drin ist, mit der ihr vielleicht schon länger nicht mehr zusammenarbeitet. Zunächst mal könnt ihr in die Organisation wechseln. Ihr seht dann die Teams, in denen ihr dort noch Mitglied seid und könnt euch jetzt hier ganz einfach aus so einem Team entfernen, indem ihr hier auf Team verlassen klickt. Also erst auf die drei Punkte und dann auf Team verlassen und dann seid ihr raus aus dem Team. Ihr habt keine Teams mehr zur Verfügung, aber hier bleibt der Name trotzdem mit drin. Ich wechsle jetzt zurück in meine Organisation und jetzt möchte ich sozusagen diese Organisation komplett entfernen. Genau genommen entfernen wir den Account, der für uns in dieser Organisation angelegt ist, aus der Organisation. Das dauert ein bisschen und es geht nicht mit Teams, sondern ihr braucht jetzt eure Webumgebung zu Microsoft 365. Ich rufe die mal hier auf. Ich starte mal Edge und in Edge rufe ich jetzt auf office.com. Ihr könnt auch portal.office.com eingeben. Jedenfalls ruft ihr eure Microsoft 365-Umgebung im Web auf und dann klickt ihr hier auf euer Profilsymbol und den Befehl Konto anzeigen und wählt dann hier auf der linken Seite in der Struktur Organisationen. Dort kommt man auch mit diesem Link hin, den kopiere ich euch unten in die Beschreibung. Und hier habt ihr jetzt eure eigene Organisation, aus der könnt ihr natürlich nicht ausscheiden, aber aus der Organisation, in der ihr als Gast seid, die könnt ihr verlassen, indem ihr hier auf Organisation verlassen klickt. Dann bekommt ihr noch die Info, dass wir dann den Zugriff verlieren. Und dass die Datenschutzrichtlinie dieser Organisation aber darauf hinweist, dass die Daten, die bereits gesammelt wurden, also sowas, wann habe ich mich angemeldet, auf welche Dokumente habe ich Zugriff gegriffen, dass die weiter gespeichert werden. Und wenn ich jetzt auf Verlassen klicke, dann ist es tatsächlich so, dass ich aus dieser Organisation entfernt werde. Ich kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich bestätige mit OK. Im Moment sehen wir die Organisation hier noch. Man kann jetzt den Browser hier, in dem Fall Edge, aktualisieren und nach einer gewissen Zeit verschwindet die Organisation hier auch. Das dauert manchmal ganz ein bisschen. Darüber hinaus bekommt ihr eine E-Mail, Microsoft Invitations. Sie haben die Organisation More Business GmbH verlassen. Da steht jetzt also drin, dass wir diese Organisation verlassen haben, könnt ihr euch aufheben oder auch löschen. Ich hebe das im Moment mal noch auf und gehe nochmal zurück hier in den Browser, aktualisiere den nochmal und ihr seht, jetzt ist auch tatsächlich diese Organisation entfernt. Leider ist es in Teams selber nicht ganz so schnell. Wenn ich jetzt hier auf mein Profilsymbol klicke, dann ist diese Organisation immer noch da. Es wird jetzt eine Zeit lang dauern, dann wird hier ein rotes Ausrufezeichen mit einem weißen, ein rotes Dreieck mit einem weißen Ausrufezeichen erscheinen.
Und ihr könnt dann dort nicht mehr zugreifen. Ich würde auch euch nicht empfehlen, das noch zu versuchen, weil die Prozesse, die dann laufen, immer relativ lang dauern. Und nach einer gewissen Zeit, also bei mir hat es auch schon mal einen ganzen Tag gedauert, verschwindet dann also tatsächlich diese Organisation hier. Also habt ein bisschen Geduld, bis das dann auch passiert ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und was ihr an Fragen habt, schreibt ihr am besten unten in die Kommentare. Ich beantworte die regelmäßig. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Jahr. Es ist ja das letzte Video in diesem Jahr. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao und einen guten Rutsch. Euer Arno.